der Welt. Eine Glühbirne von heute kann da nicht mithalten. Gerade einmal 1000 Stunden, dann reißt ihr der Glühfaden. Kein Zufall, meint der Betriebswirt Stefan Schridde. Wir selber als Bürger werfen uns ja vielleicht auch ein bisschen vor, wir seien eine Wegwerfgesellschaft. Ich glaube da nicht mehr dran, sondern hier werden diese Argumente noch genutzt, um davon abzulenken, dass Hersteller nicht mehr bereit sind, über die Langlebigkeit ihrer Produkte nachzudenken. Weil an vielen Bauteilen kann man zeigen, hier müsste nur vielleicht 5 Cent mehr reingesteckt werden und schon wäre diese Bruchstelle vermieden worden. Ja, warum wurde zu DDR-Zeit die Blackbox? Viele elektrische Zahnbürsten haben einen eingebauten Akku. Der hält oft nicht lange und austauschen kostet mehr als neu kaufen. Jedes elektronische Gerät hat auch so ein Bauteil, eine Platine. Die Sicherung ist hier fest eingebaut. Brennt sie durch, ist das ganze Gerät nutzlos. Kann man mal auslösen. Besonders dreist, manche Drucker haben einen eingebauten Zähler. Wenn die Garantie für das Gerät abgelaufen ist, stellt es sich tot, obwohl gar nichts kaputt ist. Gegen diese Schrotthaufen auf dem Markt will Stefan Schridde angehen. Er sammelt Verschleißmeldungen auf seiner Internetseite Murks Nein Danke. Die Gesetze müssen geändert werden an den unterschiedlichsten Stellen. Murks Nein Danke fordert, dass Hersteller wieder anfangen, Produkte langlebig herzustellen, reparierbar herzustellen, modular herzustellen, sie so herzustellen, dass es dem Anwender, dem Nutzer, dem Eigentümer leicht gemacht wird, eine lange Nutzbarkeit herzustellen. Wer kennt das nicht nach 2 Jahren der Drucker? Angebaute Defekte gehören zum Erfolgsrezept der Wirtschaft, sagt Wolfgang Neef. Er hat an der TU Berlin junge Ingenieure ausgebildet. Steigerung der Rendite und zwar immer stärkere Steigerung von Rendite ist das Grundprinzip. Und um dieses Grundprinzip zu realisieren, muss man den Kreislauf von Produkten und sonst wie was ständig. Kannst du denn, dass der Doktor doof ist, ne? Und darum sagt man, an der Industrie schlau, ne? Technische Geräte zu lange halten, sind sie schädlich für den Umsatz und damit auch für die Rendite. Er sagt genau, dass es eine sein soll. Andere Chance, das zu machen. Viele andere Hersteller zeigen es ja bereits. Es gibt Hersteller, die freiwillig lange Garantiezeiten geben. Es gibt Hersteller, die freiwillig ihre Ersatzteile frei verfügbar machen. Es gibt Hersteller, die heute immer noch mit einem guten Ruf für langlebige Produktion bekannt sind. Die sind alle nicht pleite gegangen. Also natürlich kann man es anders machen. Das will Stefan Schridde jetzt auch den Politikern im Deutschen Bundestag klar machen. Er will sie überzeugen, die Gesetze verbraucherfreundlicher zu machen. Stefan Schridde will Lobby sein für Langlebigkeit. Hier verdienen wir kein Geld dran, bis er sagt, die Industrie. So, ich danke mal eurer... naja, ihr wisst schon, ne? Bis dann.